unsere politischen Gegner halten uns häufig vor, wir seien eine Ein-Themen-Partei. Diese Unterstellung ist substanzlos. Schon von Beginn an haben wir uns ganz entschieden zu den Themen Abbau und Verlust von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit positioniert. Wir haben die verfehlte Rettungspolitik nie allein vom Standpunkt der Ökonomie her kritisiert. Unsere Kritik ging tiefer. Es ist entlarvend, dass der politische Gegner dies einfach nicht zur Kenntnis nehmen will. Stattdessen agitiert man gegen uns. Die Gegner vermeiden jede Auseinandersetzung mit diesen Themen. Denn man weiß genau, eine Auseinandersetzung hätte einen politischen Offenbarungseid nach sich. Das gemeinsame Europa sei mehr als eine wirtschaftliche Einheit, so hieß es doch immer. Europa sei auch eine Wertegemeinschaft. Aber wie steht es denn um die Demokratie in Europa? Wie verhält es sich mit Rechtsstaatlichkeit und wie halten es unsere verantwortlichen Politiker mit der Gesetzeskonformität? Ich freue mich, dass wir für diese Fragen einen kompetenten Referenten haben, nämlich Herrn Dr. Konrad Adam. Herr Dr. Adam. Herr Dr. Adam blickt mit seinen 71 Jahren auf ein erfolgreiches Berufsleben zurück. Nach Studium und Promotion an den Universitäten Tübingen, München und Kiel war er zunächst bei der Deutschen Presseagentur beschäftigt. Später Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und zuletzt Chefkorrespondent der Zeitung Die Welt. Am 14. April, Herr Dilger erwähnte es bereits, wurde er auf dem Gründungsparteitag in Berlin zum Sprecher in den Bundesvorstand unserer Partei gewählt. Nicht wenige sehen in ihm den eigentlichen Spiritus Rector unserer politischen Bewegung. Meine Damen und Herren, Herr Adam spricht jetzt zu dem Thema, welches Europa wollen wir? Dass Sie in einem Jubeljahr, dem Jahr der Bürgerinnen und Bürger Europas leben? Ich wusste es bislang noch nicht. Und Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist so, wie ich Ihnen sagte, Anfang des Jahres wurde das europäische Festjahr in Dublin feierlich ausgerufen. Es wird jede Scharen von Werbefachleuten, Literaturbeauftragten, Eventmanagern und Kulturbürokraten mit Arbeit und Einkommen versorgen. Nur wir, die Bürger, in deren Namen der ganze Zirkus veranstaltet wird, werden am Ende leer ausgehen. An uns, den Menschen draußen im Lande, wie sie im Jargon der Europolitiker heißen, geht das Ganze mehr oder weniger vorbei. Wir wissen nur eins, dies allerdings mit letzter Sicherheit, dass wir bezahlen müssen und wahrscheinlich nicht zu knapp. Die Bürger, meine Damen und Herren, spielen in Europa keine Rolle. Gewiss, ein paar Mal sind sie nach ihrer Meinung befragt worden, natürlich nicht in Deutschland, aber doch immerhin in Frankreich, in Irland und in den Niederlanden. Und jedes Mal hat das Volk, der demokratische Souverän, mit deutlicher Mehrheit Nein gesagt. Die Bürger wollten nicht so, wie ihre Vormünder das von ihnen verlangten. Den Vormündern ist das allerdings egal. Sie machen mit ihren Erweiterungs- und Vertiefungsarbeiten weiter wie bisher. Unbeirrt von Bedenken, Rückschlägen und Ansprüchen aller Art, fahren sie fort, den Weg nach immer mehr Europa dauerhaft zu pflastern. Die nächsten Beitragskandidaten, Serbien, das Kosovo und die Türkei, stehen schon bereit, Länder, die ihren Beitrag zur europäischen Kultur in der Hartnäckigkeit bestand, mit der sie sich eben dieser Kultur verweigert haben.
Wann werden Syrien, wann Pakistan, wann wird die Antarktis an die Reihe kommen? Wenn schon nicht als vollwertiges Mitglied, so doch vielleicht als privilegierter Partner? Das Volk, so glaube ich, hält von dem allen wenig oder nichts. Deswegen wird das Volk ja auch nicht mehr gefragt. Die Berufseuropäer stört das nicht. Wenn sie das demokratische Defizit der Union beklagen, dann nie ohne das nachgereichte Versprechen, dies sogenannte Defizit so schnell wie möglich zu beheben. Leider geht es mit diesem Defizit so ähnlich wie mit dem Haushaltsdefizit, über das die europäischen Finanzminister andauernd jammern. Statt zu verschwinden, wird das Defizit von Tag zu Tag größer. Nachdem sich die Staats- und Regierungschefs auf eine sogenannte Rettungspolitik verständigt hatten, die den Vertragsbruch zur Grundlage der internationalen Beziehungen erhoben hat, war dies wahrscheinlich und vorauszusehen. Denn jetzt war es um die Haushaltsdisziplin definitiv geschehen. In einer Nacht- und Nebelaktion sind die berühmten Maastricht-Kriterien, die uns, dem dummen Volk, jahrzehntelang als Garantie für einen harten Euro angedient worden sind, außer Kraft gesetzt worden. Wir brechen das Recht, erklärte die Chefin des Internationalen Währungsfonds und setzte entschuldigend hinzu, um den Euro zu retten. Als ob das eine Entschuldigung wäre, wäre es umgekehrt nicht viel besser gewesen, eine fehlkonstruierte Währung aufzugeben, um das Recht zu bewahren? Warum hat man dann aber nicht daran gedacht, den alten durch irgendeinen neuen Vertrag zu ersetzen? Das ist bis heute nicht geschehen, sodass ausgerechnet in der auf Dauer angelegten Währungspolitik seit Jahren ein recht- und vertragloser Zustand besteht. Der Grund für diesen handfesten Skandal liegt auf der Hand. Die Politik will freie Hand behalten. Sie will sich nicht binden, nichts erklären und nichts begründen müssen. Sie will genau das tun, was Angela Merkel im Kopf hatte, als sie vom Durchregieren schwärmte. Der frühere italienische Ministerpräsident Monti ist noch etwas deutlicher geworden und hat seinen Mitregenten kurzerhand empfohlen, ihre Wirtschafts- und Währungspolitik am Parlament vorbeizumachen. Die Wähler machen das und bleiben bei der Wahl zu Hause. Die Beteiligung an den Europawahlen ist von Jahr zu Jahr gesunken. Wozu auch wählen, wenn die Wahl keine Folgen hat, weil die Regierung weitermacht, als wäre nichts gewesen. Wahlen bewirken nichts, weil auf europäischer Ebene sämtliche Organe, vom Parlament über die Kommission und den Europäischen Rat bis hin zum Europäischen Gerichtshof, an einem Strick ziehen. Sie sind vertraglich dazu verpflichtet, auf ein immer engeres Zusammenwachsen der beteiligten Länder hinzuwirken. Kritik, Kontrolle, Opposition und Widerspruch sind damit schwer vereinbar und werden, wo sie sich trotzdem bemerkbar machen, von der gut eingespielten Euro-Propagandamaschinerie niedergemacht und abgetötet. Als ein politisch erfahrener Beobachter bei seinem Besuch im Brüsseler Parlamentspalast einen Abgeordneten danach fragte, wo denn die Opposition sitze, wurde ihm die Antwort zuteil, dass es eine Opposition in Brüssel nicht gebe. Die typische Reaktion eines Parteisoldaten, die jeder Apparatschik in China oder Russland genauso gut hätte geben können, denn auch dort hält man die Opposition bekanntermaßen für entbehrlich. Tatsächlich wollen alle europäischen Instanzen dasselbe. Mehr Macht, mehr Einfluss und mehr Geld. Natürlich immer nur zum guten Zweck. Die Kommission gängelt das Europäische Parlament genauso rigoros wie die Bundesregierung den Deutschen Bundestag. Sollten die Abgeordneten tatsächlich einmal aufbegehren und sich der Anordnung von oben widersetzen, dann nur, um noch höhere Ausgaben zu verlangen.
Diese Volksvertreter wollen grundsätzlich mehr Geld ausgeben, die weniger. Und weil es dazu tausend wohlklingende Vorwürfe gibt, kommen sie mit ihren Forderungen regelmäßig auch durch. Um weiter aus den Vollen schöpfen zu können, verfolgen die Europaabgeordneten seit langem den Plan, sich für eine eigene Steuerquelle zu erschließen. Sie wissen auch schon, wie und wo. Sie wollen die Mehrwertsteuer europaweit auf etwa 28% erhöhen, die Hälfte mehr des hier und heute gültigen Satzes. Wenn Ihnen das gelingt, dann Gnade uns Gott. Dann werden Sie uns das Fett über die Ohren ziehen, ohne dass wir uns wehren können. Denn Sie wissen ja, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, aber nur, um dort nie wieder anzukommen. Sondern Gewalt. Die Ahnherren der europäischen Verfassungslehre waren da klüger. Sie wussten aus Erfahrung, dass Macht gefährlich ist und korrumpiert. Und dass es nur ein Mittel gibt, sie zu zähmen, indem man sie mit einer Gegenmacht konfrontiert, sie begrenzt und behindert. Deswegen erfanden sie den Grundsatz der Gewaltenteilung. Doch was ist aus dieser Zitadelle der Verteidigung der Bürgerrechte geworden? Schon im nationalen Rahmen pflegt die Regierung, das Parlament an die Kette zu legen. Die 2 Milliarden schweren Rettungsschirme sind von den Abgeordneten billig worden, ohne dass die meisten von ihnen auch nur einen blassen Schimmer davon gehabt hätten, auf was sie sich da einließen und wozu sie uns verpflichtet haben. Sie konnten das auch gar nicht wissen, weil der Vertragstext, über den Sie da berieten, erst Stunden zuvor in einer der berüchtigten Brüsseler Nachtsitzungen verändert worden war. Zugestimmt haben Sie trotzdem, als wollten Sie vor aller Welt beweisen, dass das deutsche Parlament von seinen Rechten und Pflichten eine ebenso geringe Meinung hat wie die Regierung. Oder besser Schafsgeduld haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages nicht nur sich selbst, sondern auch uns, die Bürger, einen Bärendienst erwiesen. Sie haben uns nicht nur für Schulden in Anspruch genommen, die wir nie eingegangen sind, sondern auch zum Gespött der Bankenwelt gemacht. Irische Spekulanten haben das Deutschland-Sieg-Lied gegrölt, die erste Strophe wohlgemerkt, nicht die dritte, als klar war, dass Deutsche wieder einmal zahlen würde. Sie sahen Deutschland, Deutschland über alles, weil es in Deutschland Politiker gibt, die Geld in Fässer ohne Boden schütten und ein gehorsames Wahlvolk, das ihnen das auch noch erlaubt. Und in der Tat muss man ein Volk nicht in den Himmel geben, das dumm genug ist, so etwas zu dulden. Ein Volk, das unter Solidaritätsappellen die Umverteilung von unten nach oben propagiert, ein Volk, das Buße tut, indem es die Armen für die Reichen zahlen lässt. Gerettet werden doch nicht Länder oder Bürger, sondern Banken, Zocker und Spekulanten. In derselben Zeit, in der Millionen von seiner Landsleute, Gehaltskürzungen und Einkommensverluste in Milliardenhöhe hinnehmen mussten, hat es ein Spanier zum reichsten Mann Europas gebracht. Ihm geht es glänzend, nicht obwohl, sondern weil es den anderen so schlecht geht. Meine Damen und Herren, die parlamentarische Demokratie hat die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht, wenn nicht gar überschritten. Daher die Sympathie, auf die der Vorschlag trifft, das Volk auf dem direkten Weg durch Abstimmungen und Referenden am politischen Geschäft zu beteiligen. Das klingt nach einer Lösung. Nur, dass das Verfahren dieser Art im europäischen Maßstab unbrauchbar sind, weil der Kontinent zu groß, zu heterogen, zu unübersichtlich ist, um kurz und bündig auf dem direkten Wege zu entscheiden.
Wer kannte denn schon Namen wie Van Rompuy oder Ashton, bevor die beiden zum Präsidenten und Außenminister der Union befördert worden sind? Wie soll man Leute wählen, von denen man nichts weiß? Über deren Herkunft, Absichten und Talente man nicht einmal Mutmaßungen anstellen kann, weil man sie nicht kennt. Wen von den beiden hätten Sie gewählt, vorausgesetzt, Sie wären überhaupt zur Wahl gegangen? Dass die Direktwahl eine Farce ist, wissen unsere Berufseuropäer natürlich auch. Nur, dass sie daraus andere Schlüsse ziehen als wir. Sie propagieren Instrumente wie Bürgerinitiative, Direktwahl oder Volksgesetzgebung als Ausweg aus der Krise, weil sie voraussehen, dass sie nicht funktionieren werden. Was sie wollen, sind demokratische Formen ohne demokratischen Gehalt. Volksbegehren und Volksentscheid. Das klingt in ihren Ohren deshalb so verführerisch, weil es das Volk, von dem da die Rede ist, auf europäischer Ebene gar nicht gibt, auf absehbarer Zeit auch sicherlich nicht geben wird. Ohne Volk bleibt von der Volksherrschaft nur die Herrschaft übrig. Genau das, was die Machthaber wollen. Wem diese Aussicht als zu schwarz erscheint, der werfe seinen Blick nach Griechenland. Dort herrscht ja nicht das Volk, sondern die Troika. Ein Triumvirat besteht aus einem Vertreter des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der sogenannten Eurogruppe. Durchweg Leuten, die ihr Mandat, ich weiß nicht wem, doch ganz gewiss nicht dem Volk verdanken, schon gar nicht dem von Griechenland. Und trotzdem haben diese drei eine Regierung gestürzt, ein Parlament entmachtet und Millionen von Wählern das Wahlrecht entzogen. Weil dies Verfahren so erfolgreich war, haben Sie es in Zypern gleich wiederholt. Und Sie werden weitermachen, wenn wir Ihnen nicht endlich rechtzeitig in den Arm fallen. Am Ende käme dann wohl auch Deutschland an die Reihe, mit dem entscheidenden Unterschied natürlich, dass uns, den Deutschen, die allen anderen geholfen haben, ihre Schulden loszuwerden, kein Land mehr helfen wird, die unseren zu bezahlen. Europas angezettelt wird, eine Fremdherrschaft. Die fremden Herren waren nie beliebt. Sie wurden entmachtet, aus dem Land gejagt oder aufs Schafott gefällt. Glücklicherweise sind diese Zeiten vorbei. Wir müssen keinen unter das Fallbein legen, um ihn loszuwerden. Wir können ihn abwählen. Und genau das sollten wir tun. Dagegen wehren, dass fremde Herren darüber entscheiden, wie in Deutschland regiert wird. Jetzt endlich, meine Damen und Herren, können Sie das auch. Denn es gibt eine Partei, die eben dies verspricht, die ernst macht mit der Demokratie, mit Selbstbestimmung und Gesetzesherrschaft. Das sind wir, die Alternative für Deutschland. Von Dagmar Metzger und von mir mit einer Handvoll anderer vor gerade einmal einem knappen halben Jahr in Oberursel gegründet worden ist. Wir sagen, was die anderen verschweigen. Das ist nämlich eine Aussicht auf
eine Demokratisierung Europas eine verführerische, aber täuschende Idee ist. Sie ist genauso realistisch wie das Schlagwort vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Auch der mag ja für manche eine Hoffnung gewesen sein. Realistisch war diese Hoffnung aber nie. Der Sozialismus mit menschlichem Antlitz war eine Fata Morgana. Es konnte ihn nicht geben, weil er die erste und wichtigste Voraussetzung für eine humane Ordnung der Gesellschaft nicht wahrhaben wollte, sogar bewusst missachtet hat, ich meine die Herrschaft von Gesetz und Recht. Die Berufseuropäer denken nicht viel anders. Sie brechen völkerrechtlich bindende Verträge, um den Euro zu retten. Warum hat denn noch niemand von Ihnen danach gefragt, was eine Währung wert sein mag, die man immerzu retten muss? Der Euro war ein Fehler. Fehler kann jeder machen. Er muss jedoch aus ihnen lernen. Aber das wollen die Euro-Enthusiasten nicht. Sie verschanzen sich hinter der Merkel-Formel, dass nach der Europa scheitern muss, wenn der Euro scheitert. Das ist natürlich ziemlich dummes Zeug. Wenn der Euro scheitert, dann scheitert die Regierung. Dann scheitert die Opposition. Dann scheitert die Einlagensicherung der Bank. Dann scheitern die Experten, die uns das Blaue vom Himmel versprochen haben. Dann scheitert die infame Lüge, der Euro halte den Kontinent zusammen, statt ihn, wie jeder sieht, zu sprengen. Wann, meine Damen und Herren, wären die Deutschen denn nie so unbeliebt in Europa gewesen wie jetzt, wo wir am meisten zahlen? Wenn das Politik am Ende sogar gute Politik sein soll, dann darf man sich über die Verachtung, den Übergenuss, ja, den Ekel vor der Politik eigentlich nicht wundern. Als ihm die Brüsseler Kommission Vorschriften machen wollte, die ihm nicht passten, da hat der französische Präsident Hollande kurzerhand erklärt, das machen wir nicht, das entscheiden wir selbst. Warum spricht Frau Merkel nicht genauso, wenn Brüssel wieder einmal über die Stränge schlägt? Warum sagt sie nicht, dass über deutsches Geld der deutsche Bürger, vertreten durch den Deutschen Bundestag, entscheidet? Nicht die EZB, nicht die Kommission und François Hollande natürlich auch nicht. Dann ging der Euro zu Bruch. Da ist das Lamento der politischen Klasse. Aber wäre das denn so schlimm? Stünden wir ohne Rettungspolitik, ohne rettende Politiker und gerettete Banken denn nicht viel besser da als so? Europa steht doch für viel mehr, als unsere Wirtschafts- und Währungsexperten das wahrhaben wollen. Europa, das ist die Wiege der Kultur, die Geburtsstätte der Demokratie, der Wurzelgrund der bürgerlichen Freiheit. Wir müssen und wir werden dies bessere Europa gegen seine falschen Freunde verteidigen. Was uns sonst blüht, ist ein kalter Putsch, eine schleichende Machtergreifung, eine autoritäre Technokratie. Sie hüllt die Bürgerrechte aus, ohne sie zu beseitigen. Sie schafft die Wahl nicht ab, macht sie bloß überflüssig. Sie schaltet die Demokratie nicht aus, sondern lässt sie leer laufen. Wenn der allmächtige Währungskommissar der ganze Länderhaushalte genehmigt oder verwirft, erst einmal fest im Sattel sitzt, wird von dem vornehmsten Recht aller Parlamente, dem Haushaltsbewilligungsrecht, nicht mehr viel übrig sein, von unseren Bürgerrechten, wie ich fürchte, auch nicht. Das sie verteidigen.
vertreten sollen, keine Ahnung mehr haben. Leute wie Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments. Sie kennen ihn nicht in Aachen besonders gut, aber wir in Frankfurt kennen ihn auch. Schulz reagierte auf die Unruhe, die der unerwünschte, weil ungeordnete Zuzug von Armutsflüchtlingen aus Südosteuropa in manchen deutschen Städten ausgelöst hatte, mit der bezeichnenden Bemerkung, dazu legen ihm wörtlich keine Erkenntnisse vor. Ja, wie sollten sie denn auch, wenn Schulz wie alle anderen Vertreter dieser politischen Klasse in Gegenden wohnt, in denen sich die armen Teufel nicht blicken lassen dürfen und von der Polizei mit erhobenem Schlagstock vertrieben werden, wenn sie es dennoch tun. Meine Damen und Herren, es ist Zeit, sich an den letzten der drei Ratschläge zu erinnern, die Martin Luther dem Redner an die Hand gegeben hat. Der erste hieß, mach Maul auf, das habe ich getan. Der zweite hieß, tritt fest auf, ich hoffe, das getan zu haben. Der dritte hieß, mach bald Schluss, das tue ich jetzt. Demokratisch zu reden und autokratisch zu handeln, Wahlen abzuhalten, die nichts bewirken. In dieser merkwürdigen Kunst hat es die EU weit gebracht. Wir, die Alternative, machen gar nicht mit. Wir erinnern unsere Politiker daran, dass sie ihr Mandat vom Volk erhalten haben, nicht von den Märkten, dass sie ihrem Gewissen verantwortlich sind, nicht irgendwelchen Lobbygruppen, dass sie das Wohl des Volkes zu beachten haben, nicht das von Bankern und Spekulanten. So nämlich steht es im Grundgesetz. Und wir werden dieses Grundgesetz verteidigen. Bitte helfen Sie uns dabei. Applaus